Aber bevor wir vielleicht zur Mindestsicherung kommen, wenn Sie sagen, Sie sparen nicht bei der Integration, beim Integrationsjahr wird offensichtlich gekürzt, der Integrationstopf im AMS bleibt, das ist mir bewusst, aber haben Sie das Integrationsjahr evaluiert, weil ja auch von Evaluierung gesprochen worden ist, dass das Integrationsjahr im AMS so nicht greift, dass man nur die Hälfte der Mittel braucht? Dass wir Maßnahmen streichen, von denen wir ohnehin nie überzeugt waren, das wird ja keine Überraschung für Sie sein. Sie wissen, dieses Integrationsjahr, das war damals ein Kompromiss mit dem Koalitionspartner Sozialdemokratie. Ich glaube nicht, dass das so Sinn macht. Was wir wollen, das gilt für alle Menschen, sind nicht staatlich geförderte Scheinjobs, sondern reale Jobs in der wirklichen Wirtschaft. Und das ist ein anderer Ansatz, eine andere Geisteshaltung und die spiegelt sich natürlich auch im Budget wider. Das heißt, Sie sind da grundsätzlich anderer Meinung wie die AMS-Spitze, sowohl der Herr Kopf als auch die AMS-Spitze in Vorarlberg, die haben nämlich gemeint, dass das Integrationsjahr sowohl ökonomisch als auch sozial sinnvoll wäre. Es gibt ja auch noch Mittel dafür, es dort fortzusetzen, wo es Sinn macht, aber wir reduzieren es und dass die AMS-Spitze dafür wirbt, dass das AMS-Budget hoch sein soll, das überrascht mich nicht. Wir haben fast ausschließlich mit Personen zu tun, die uns sagen, warum gerade in ihrem Bereich nicht gespart werden sollte. Die Notwendigkeit ist aber nach über 60 Jahren der Schuldenpolitik endlich einmal aufzuhören, mehr auszugeben, als man einnimmt. Wir haben in Österreich das letzte Mal ein ausgeglichenes Budget zustande gebracht im Jahr 1954. Das haben nicht nur wir beide nicht erlebt, das haben auch Sie beide nicht erlebt und viele andere in unserem Land nicht. Wir haben über 60 Jahre mehr Schulden gemacht, wir haben über 60 Jahre mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben. Und das beendet diese Regierung jetzt durch Sparmaßnahmen in unterschiedlichen Bereichen. Gleichzeitig reduzieren wir die Steuerlast für arbeitende Menschen, vor allem für Familien, genauso wie wir es versprochen haben. Und gleichzeitig investieren wir in gewissen Bereichen mehr, wo wir glauben, dass es sinnvoll ist. Sicherheit, Bildungsbereich, aber auch die Pflege. Aber wäre da nicht die Integration auch ein zentraler Bereich, als bei der Integration zu sparen? Ja, die Integration ist ein Bereich, wo in Summe nicht gespart wird. Die Integration ist ein Bereich, wo in Summe nicht gespart wird. Was wir machen ist, dass wir das Geld teilweise anders investieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Deutsch vor Schuleintritt. Das ist eine Maßnahme, die wir für richtig erachten, die Geld kostet, ja, aber gleichzeitig natürlich dazu führt, dass wir uns auch später teures Reparieren sparen. Es ist wesentlich sinnvoller, früh zu investieren, bevor jemand überhaupt in der Schule startet, ihm die deutsche Sprache beizubringen, als später teuer zu reparieren, wenn er im Arbeitsmarkt keinen Job findet. Das heißt, wir investieren hier nicht weniger, wir investieren, das stimmt, ist teilweise anders und aus unserer Sicht besser. Also das muss man ja auch sehen, dass wenn die Arbeitslosigkeit zurückgeht, was ja erfreulich ist und auch ein Anspruch ist, den wir entsprechen wollen, und auch dankenswerterweise eine gute Konjunktur da ist, dass wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, natürlich auch weniger Geld für AMS-Kurse notwendig ist. Das ist ein logischer Prozess und wenn die negative Entwicklung aus dem Jahr 2015, wo Tore mit Seitenteilen errichtet worden sind und keine Staatsgrenzkontrollen stattgefunden haben, abgewendet ist, dann bedeutet das auch, dass hier eine Veränderung zum Glück stattfindet und auch hier weniger Kosten entstehen. Das muss man immer in einem Gesamtbild sehen und so gesehen, glaube ich, ist es wichtig, noch einmal herauszuarbeiten, was ist unser Grundsatz? Unser Grundsatz ist es, erstmals seit 1954 einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu haben, auch Überschüsse zu erwirtschaften und keine neuen Steuern oder Steuererhöhungen vorzunehmen und trotzdem die Menschen zu entlasten und klare Prioritäten zu setzen im Bereich von mehr Sicherheit, im Bereich von Entlastung der arbeitenden Menschen, der Familien, aber auch mit einer Mindestpension, die gesetzlich vorbereitet wird für jene, die über 40 Jahre gearbeitet haben, und ungerechte Systeme abzustellen. Und das haben wir im Wahlkampf ja auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Mindestsicherung so ein System ist, das man als ungerecht bezeichnen kann, wenn Menschen, die keine Stunde gearbeitet haben, nichts in den Sozialtopf eingezahlt haben und dann 840 Euro erhalten. Und andere Menschen, die über 40 Jahre gearbeitet haben, knapp über 840 Euro nur Pension erhalten. Und dieses ungerechte System ändern wir mit der Mindestsicherung neu, wo hier klar differenziert wird und wo Menschen, die über 40 Jahre gearbeitet haben, in Zukunft 1200 Euro Pension erhalten sollen. Und so gesehen ist das ein sehr verantwortungsbewusster Weg.
Aber klar, der bedeutet, dass man ineffiziente Bereiche abstellt und abändert.